Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Stray. Wir haben ja hier gerade zum Schluss die Zuflucht hier besucht und haben weitestgehend alles abgeschlossen, so wie ich das sagen kann. Aber vermutlich habe ich mal wieder was übersehen. Und wir sollen jetzt hier weitergehen. Na, schauen wir mal, was uns da erwarten wird. Ja, ich habe damit gerechnet, dass es genau hier jetzt eine Cutscene hat. Beziehungsweise erstmal laden. Es sieht schon mal etwas zivilisierter aus hier. Erstmal nach hinten gucken. Ne, hier hat's nix. Kommen wir jetzt endlich in die Stadt. Eine U-Bahn? Oder O-Bahn, je nachdem. Der FP-Lokführer spielen. Schau, das ist eine U-Bahn. Okay, wir sind eine U-Bahn. Auch wenn sie oben ist im Verhältnis. Ich hatte ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmittel gibt. Man konnte damit überall in der Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet hatte. Ich erinnere mich. Ich habe das für sie getan. Aber jetzt sind sie nicht mehr da. Es ist schon so lange her. Sie wollten die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Ja, das werden wir noch freaking herausfinden. Jedenfalls sind wir jetzt in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr, das könnten wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns in die richtige Richtung weisen. Ja. Okay. Ein bisschen umgucken hier. Das Ding fährt noch. Also hier ist kein Saft mehr. Hier ist das Tor zu. Ach, an welche U-Bahn erinnert mich das? War das Glasgow? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber das Design kommt mir halt sehr bekannt vor. Und wir haben zwei Einheiten mit... Kann man da durchgehen? Ja, kann man. Und so wie es aussieht... vollautomatisch. Ah, nee. Hier haben wir das Pult. Das ist ganz schön viel los für so eine kleine U-Bahn. Okay, interessante Konfiguration. Also die kann nur eigentlich in eine Richtung fahren. Also sie kann vermutlich ja nach hinten fahren. Die Lichter hat's. Dann ist es wie eine Tram, wo man dann hier oben... Nee, hier hat's keinen Platz für ein Schaltpult. Ach, das ist hier da drin, wo ich jetzt gerade davor stehe. Aber es fehlt hier einfach ein Teil. Aber trotzdem... Schräg. Von der Config. Und das auf das Tor zu. Na gut. Warte mal, das leer, kann man nichts machen. Upper. You're here, Upper Town, Lower Town. Exit Control Room. Wir könnten mit dir rausfahren. Was? Nee, bleib da oben. Okay. Übersetzen. Die Metro ist aufgrund der Pandemie... Was? Ist aufgrund der Pandemiebeschränkungen geschlossen. Bitte nicht betreten. Jeder Verstoß gegen die Regeln kann zu einer schweren Gefängnisstrafe führen. Okay. Haben wir hier. Wir können uns da hinlegen. Und wir haben eine Erinnerung? Merken eh.
Es gibt so viele Bücher hier. Das Vermächtnis des Turing-Tests. Ah. Die Ethik der künstlichen Intelligenz. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek? Ich erinnere mich, dass nichts so gut war wie der Duft von Büchern und das Umblättern einer Seite. Es war ein Gefühl, fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Nice. Jetzt gehen wir da mal hin. Mal gucken. Na, süß. Aber sie will mich nicht streichen. Gegenstand zeigen. Ja, das. Ja, du bist nicht sehr gesprächig. Jetzt hier, ah, ich kann hier noch weiter nach oben. Ah, bringt mir noch nichts. Können wir den Radio anmachen? Na komm, streichle mich mal. Oh. Na gut. Okay. Was passiert da gerade? Hey, Moment. Das will ich sehen. Okay, der. Ich geh da mal kurz rein. Ja, nichts passiert. Okay, das ist die Polizei hier. Haben wir das sonst noch was da hinten? Nö. Gut, wieder mit jedem quatschen hier. Fangen wir mal mit dir hier an. Oh, ist das Be Wanted hier? Setzen. Gesucht. Oh no. Clementine, Unruhestifter, Außenwelt der Rebellisch, bitte jegliche Sichtung melden. Ja, das fängt schon mal sehr gut an. Einen Moment kurz. So, wieder gut. Also, Moinsen. Ich habe dir schon 5-mal gesagt, Josh, dass du nicht so rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Warum? Sieht doch normal aus. Hey, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst so flauschig aus. Ja, ich bin auch eine Mietzekatze. Oh, es geht um das Mädchen, das auf diesem gesuchten Schirm gezeigt wird, richtig? Ja? Sollte es jemand anderes fragen? Ich bin hier zu sehr mit Josh beschäftigt, um irgendwas zu wissen. Okay. Kann ich auch mit dir reden? Nö. Ah, übersetzen. Keine Sorgen wegen des Mülls. Die Neko Corporation kümmert sich um alles. Ja, das haben wir gesehen. Funktioniert super. Der sieht an aus, aber da hat es nichts mehr. Fragezeichen? Der Zugang zur unteren Ebene ist aufgrund organischen Lebensgefährlichkeiten eingeschränkt. Bitte aus diesem Bereich fernhalten. Okay. Erstmal hier gucken. Kann ich auch überall rauf? Da muss es doch ein Secret geben, oder? Irgendwas Geheimes hier? Nö, ich glaube. Kein Secret hier. Hätte es ja gerne. Oh, die Tür. Können wir da wieder kratzen? Nope. Nö. Oh, mit dir kann ich reden. Bitte lass mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, nach dem ihr sucht. Ganz dezent Star Wars-Ding. Wenn ihr nach Clementine sucht, verlegt sie sich bestimmt in der Residenz. Aha. Und du? Kopf mit der Kamera. Ihre Identität bitte. Kopieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und rebooten. Heißt, man verliert die Erinnerungen und so?
Okay. Und das ist die Stadt. Nice. Neue Errungenschaft. Ein Katzensprung. Na? Hier, geh zur Arbeit. Wir sehen uns später. Okay, Schatz. Sei auf der Hut vor den Wächtern. Sie verhaften schnell und ohne guten Grund. Mach dir keine Sorgen um mich, Kleines. Mir geht es gut. Okay. Die Polizei ist... Hey, warte mal. Ich will dich vorher sehen. Ah, mit dir kann ich aber nicht quatschen. Hallo. Überleg mal. Wenn ich morgen meinen Arm durch einen anderen Roboterarm ersetze und dann am nächsten Tag auch über einen anderen Arm und dann meinen Körper und so weiter, bis ich alle Teile ausgetauscht und meine Software aufgerüstet habe, werde ich dasselbe Roboter sein, mit dem du jetzt sprichst? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Bist du dann noch der gleiche, wenn du dich komplett austauscht? Ist die Frage, wie die KI da funktioniert? Oh hey, was zeigst du mir denn da? Ein Haufen Leute, die ich nicht kenne. Ich vermute, dass sie wahrscheinlich in den riesigen Wohngebäuden weiter oben in der Stadt wohnen. Mach damit, was du willst. Okay. Ist das sowas wie ein Internetcafé hier? Kann man auch hier was machen? Nee. Aber wir können hier was machen. Willst du drauf reagieren? Das scheint nicht so. Okay. Dann gehen wir wieder. Moinsen. Hast du vor, mit dem Teil da rumzufahren? Bei der Negobot arbeiten wir den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln und ihn nach unten zu schicken, wo er recycelt und wiederverwertet wird. Ja, also das mit dem Recyceln, das würde ich vielleicht nochmal nachfragen. Aber wo ist unten? Es ist schon eine Weile her, dass wir Neuigkeiten dort hatten. Was ist das? Das ist ein cooles Bild. Hier, ist das eine Adresse auf der Rückseite? Das erste Symbol ist eine Straße und dann gibt es da ein Stockwerk und eine Türnummer. Das sollte ziemlich leicht zu finden sein. Moment mal. Wirklich? Ja, ich weiß. Zumal das er erwähnt jemanden namens Clementine. Ah, jetzt habe ich wegen der Hilfe gefragt. Ich wollte eigentlich mir das Inventar angucken. Untersuchen er. Ach, das meinte er. Okay. Was haben wir hier hinten? Mehr Duck. Oh, ich kann hier runter. Oh, schaut euch mal die süßen Paws an. Auch wenn die Boden versinken teilweise. So cute. So süß. Hallo. Sieht so ein bisschen aus, als würde die Zunge rausstrecken. Okay. Ist noch ein Arbeiter. Tut mir leid, Kleines, du kannst hier nicht spielen. Lego-Kopfabrik ist kein Ort für einen kleinen Wuschel für dich. Ah, wie dich. Der Zunge ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn ein paar. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Ja, okay. Nein. Hier komme ich nicht rein. Mach ich hier weiter rauf? Halt, Moment. Nein. Oh, komm drauf. Ich konnte darauf. Mir das was? Hier hat es noch was, aber ich glaube, das ist ein bisschen sinnbefreit, was ich da mache. Ja, gehen wir da runter. Hast du mich gerade beobachtet? Muss ich mal kurz gucken. Geh wieder weg.
Er hat mich angeschaut. Ja dann. Offensive. Mein Sinn. Ich hab zu tun. Was bist du? Das da. Kein Kommentar. Ja, ist auch gut. Was abgesperrt. Oh. Es ist schon noch recht groß hier. Klamottenladen. Da schauen wir jetzt mal kurz hier rein. Okay. Okay, dem gefällt mal das. Space. Irgendwas ist hier falsch. Das ist nicht richtig. Okay, gehen wir mal. Ich möchte auch doch... Oh ja, wieder kratzen. Nächste Gasse. Moment, kann ich da... Komm, Space. Komm, lass mich drauf. Ja, wieder so ein Imbiss, mit nichts machen kann. Aber... Hier wollen wir was besitzen. Zur Hölle mit den Wächtern. Lang lebe... Lang... Was lange Leben für die Außenwelt, klar. Widerstand lässt grüßen. Auli. Okay. Das könnte eine Polizeiwache hier sein. Ich glaube, die Drohnen wären noch ein Problem. Hallo? Werde ich gleich sterben oder gibt es gleich Stress? Okay. Da komme ich einfach nicht durch. Und... okay, der will weiterfahren. Also doch. Einen Schritt weiter. Der Gurgel zum Außenbereich ist vollständig gesperrt und der Aufzug wurde deaktiviert. Der Außenbereich ist nicht sicher. Kein Schritt weiter. Okay, also die funktionieren noch. Ist die Frage, wie lange der schon steht. Vermutlich nicht so lange, wenn der Motor noch läuft. Lokale Wirtschaft? Ah, da geht es wieder was zum Übersetzen. Tagesmenü. Trockene Luft und Schüssel mit heißem Öl extra Qualität. Oh. Ja, ich denke mal, einige Menschen haben sich hier einen Ablink in die Roboter gegeben. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Gehen wir uns erstmal hier rein. Ah, die lokale Bar. Und doch. Lass mal schauen, wegen Erinnerungen und so. Okay, jetzt nix. Ist aber noch mega schön hier hinten. Ein bisschen aufräumen. Mit der Gruppe was trinken. Aber ihr könnt eigentlich mal den Barkeeper hier fragen. Was dafür soll das sein, kleiner Herr? Unsere Welt muss dir aus den kleinen Augen gigantisch groß vorkommen. Ja, ist schon ein bisschen größer. Ich wünschte, ich könnte so klein sein wie du und neue versteckte Orte auskundschaften. Was weißt du über sie? Ich glaube, dieses Mädchen habe ich schon mal gesehen. Sie wohnt in der Residenz, nicht wahr? Und wo ist die? Gehen wir zuerst mal hier. Moment mal, können wir hier rein? Wir können hier rein.
Okay, das ist das Äquivalent zum Friseur. Alles klar. Cool. Ist mir hier drin? Ja, noch so ein kleiner Imbiss. Also die Atmosphäre ist einfach der Wahnsinn. Hallo, wow. Ist das okay? Warst du unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Fifi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, du hast einen kleinen Dachschatten. Hier können wir wieder rauf. Oh, da ist auch ein Pfad. Secrets. Ist doch nicht. Hier rein? Nee. Hier geht's nicht weiter. Ich will gerne ins Fenster hier rein. Und hier nach oben geht's nicht. Andere Seite vielleicht. Tür. Ich weiß nicht, was die Nachbarn da unten treiben. Ich höre immer wieder Geräusche von Kreissägen und Hämmern. Okay, das ist einfach nur ein kleiner Joke hier. Okay, ja, dann gehen wir halt wieder. Kann ich hier runter? Ich möchte runter. Oh, warte mal. Die Kamera geht auch ein bisschen nach hinten, wenn ich das mache. So. Soviel zu dem. Und da wären wir wieder hier draußen. Alles klar, gehen wir weiter. Also 100 Pro habe ich hier Sachen übersehen. Oh, chillig. Was denn? No. Oh mein Gott. Na, so süß. Da schauen wir uns selbstverständlich wieder die Kamerafahrt an. Na. Ob es die Totale von der ganzen Stadt geben wird? Oder nur hier so? Moin, Polizei. Ja, wir fahren noch weiter raus. Na, okay. That's it. Aber es ist ein schönes Motiv. Wirklich schönes Detail. Ja, Gott sei Dank spürt er das nicht mit den Krallen. Guten Tag. Hey, Dumpfbacke, wir können dich auch sehen. Hä? Ach so, mit der Kamera. Kassettenband greifen. Hey, diese Kassetten gehören uns. Weißt du nicht, dass man dich nicht klaut? Ich könnte dir eine geben. Dafür müsstest du etwas für Chenma, Miko und mich tun. Ah, okay. Die Wächter haben 3 Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns gar nicht. Willst du uns vom Hals schaffen? Okay, das wäre schon mal Nummer 1. Ich weiß halt nicht, was ich machen kann als Katze. Oh, hier kann ich wieder was machen. Die Person, die du erreichen willst, ist im Moment nicht erreichbar. Timmy, hör auf mit dem Unsinn. Okay. Und hier hinten nix. Automaten werden gefüllt mit echten Sachen? That's it.
hinjumpen? Ah, ich verstehe. Und jetzt? Nochmal? Okay, das wäre... Ah, und da hinten ist Kamera 2. Ist vielleicht doch einfacher, als ich gedacht habe. Einmal hier so. Hier so. Wie jetzt? Da kann ich nicht drüber springen? Mal da oben. Machen wir es so. Okay. Ach, da hinten ist Nummer 3. Komme ich denn da hoch? So vielleicht. Oder von da. Na komm, wieder runter. Nice. Okay. Dann mal runterlaufen zu den Jungs. Und dann werden wir sie einmal fragen, ob sie einen Tipp haben. Ah, da ist die Mucke an. Moin. Gemacht. Ich hätte nicht gedacht, du das schaffst. Hier, nimm deinen Preis. Du hast ihn dir verdient. Nice. Na, quatsch mal mit dir, Mann. Genieß unser Lied. Du bist das Lieben. Naja, okay. Erst mal abtanzen. Jetzt haben wir eine Kassette, die wir nicht für das hier unten verwenden können. Das ist hier wie Dead End. Hallo. Was bist du eigentlich? Eine Katze? Ein Fibiner, der Nili-Geräusche macht. Das Konzept gefällt mir. Gerne Desktop, bitte. Da hinten ist eine Adresse. Es ist genau hier. Also. Hier, hier? Oh. Das sieht nicht schlecht aus. Ja, ich glaube, wir sind richtig. Oh, wow. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Foto. Warte, also hat Zabaldasar endlich beschlossen, niemanden zu schicken? Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du nicht gerade. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe nach meinem Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber der Wächter ist immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du helfen. Folge mir. Okay. Keine große Vorbesprechung. Ziemlich grün hier. Na, was passiert, wenn ich das hier mache? Mehr nicht. Ah, ich kann jetzt da nach oben springen. Oh, mega nice. Oh, das wird mir gefallen. Ja, sowas würde ich auch machen. Was hat mir jetzt eigentlich nichts gebracht? Außer, dass ich das genieße. Das sieht echt mega schön aus. Okay. Was haben wir noch so in der Wohnung? Haufen Grün im Bad. Mit Entspannungsmusik. Da sind wir hergekommen. Oh, alles klar. Du machst das altmodisch. So, dann sag mal an. Was ist der Plan?
habe ja schon eine ganze Weile an dem Plan, diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie. Ernst jetzt? Eine Atombatterie? Das klingt ein bisschen gefährlich. Um sie mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass die Nick Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Bomberjacke und Goldkette. Okay. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte kein Problem mehr haben, sich in der Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zöger nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Die Stadt ist voll von Informationen. Halt dich nur von den Wächtern fern. Okay. Bomberjacke mit Goldkettchen. Unser nächstes Ziel. Machst du jetzt hier auch was? Naja, nicht was man wirklich sehen könnte. Schaut, dass ich mich... Oder kann ich doch? Nee. Geht's nur in die Ferne. Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, lassen wir es erstmal für die Episode. Und dann wissen wir ja schon mal, was wir in der nächsten Episode machen müssen. Erstmal die Person da finden und dann ab in diese Fabrik da. Diese Atombatterie finden. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!